Herzlich willkommen zu Let's Play WoW. Wir machen da weiter, wo wir zuletzt aufgehört haben, mit dem Ogre-Killen. Weil Ogre-Killen reicht ja nicht, wir müssen es nochmal machen. Ich brauche ein Ziel. Ach ja, was die letzten paar Tage passiert ist, ihr habt ja mitbekommen, dass ich 2 Wochen lang nichts hochgeladen hatte auf dem Kanal, ja. Das hatte mehrere Gründe. Einer der Gründe war natürlich, dass ich faul war wie Scheiße. Aber dann gab es auch 5 Tage, wo ich eigentlich Lust hatte, alles hochzuladen. Aber da wurde ich halt von den Cops geraided. Die sind mit Durchsuchungsbefehl gekommen und haben erstmal meine PC und meine beiden Handys mitgenommen. Dachte mir auch so, geil. Und das am Morgen, Alter. Und wisst ihr den Grund? Wisst ihr den gottverlassenen Grund, warum? Ich habe auf Twitter einen Tweet gemacht, Alter. Der nicht so geil war. Jesus Christ, Alter. Wenn das nicht perfekt ist, Alter. Ich hab noch Bock auf andere Reittiere. Let's go. Ja, aber ist halt echt fertig, Mann. Können wir den fokussen? Ich brauche ein Ziel. Wie gesagt, das ist halt einfach nur wirklich fertig, Alter. Tja. Aber gute News, es wird bald ein neues Let's Play beginnen. Ah, fuck, war schon gefokust. Wollte ich eigentlich gar nicht, ich wollte den hier eigentlich angreifen, aber ist egal. Es wird bald ein Path of Exile Let's Play geben. Ich habe kein Ziel. Dass ich beginnen werde. Hab mir das Spiel dann am Donnerstag, Mittwochabend runtergeladen. Und kann es dann jetzt auch mal endlich spielen, nachdem mein PC geradet wurde. Also ich hab's ja schon getestet und so. Macht's ja Spaß. Eigentlich wollte ich einen letzten Test machen, aber hatte ich dann einfach nicht mehr im Kopf. Ja, und da es bei mir momentan geldtechnisch nicht so absolut Premium aussieht, kann ich nicht mal versprechen, dass ich mein Monatsabo bei WoW bezahlen kann, den nächstes Mal für 6 Monate. Das bedeutet, ich muss jetzt ein bisschen vorproduzieren, damit ich ein bisschen was habe. Zuerst etwas anvisieren. Also ich habe 3 Spiele, die ich spielen könnte, also die ich aufnehmen könnte. Ich habe LOL, League of Legends, was ich demnächst mal hochladen könnte. Dann habe ich WoW halt. Und halt, und Path of Exile. Fünf Stück noch, ne. Ja. Und dann könnte ich vielleicht noch das mit den Stadtgebieten machen. Das wäre tatsächlich auch noch eine Möglichkeit. Wenn ich das noch schnell genug hinbekomme, dass ich das dann fertig mache. Content-weise das so zu machen, dass ich das bis zum nächsten Abo-Kauf überbrücken kann, werde ich wahrscheinlich
werde ich wahrscheinlich das in 15 Minuten Parts machen oder so. Man muss ja gucken, wo man mit seinem Content hinkommt. So, Orga haben wir jetzt genug getötet. Ich habe kein Ziel. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Ja, da hinten müssen wir. Ja. Kann auch noch gucken, was ich noch bei anderen Spielern habe. Dann kann ich ja die Spiele noch aufnehmen. Tja. Okay. Greif halt straight up an. Na, wie gesagt. Mal noch gucken. Also ich habe ja noch bis zum, ich habe noch 5 Tage Zeit. Da kann ich ja noch ein bisschen was aufnehmen. Und da ich jetzt 2 Wochen krankgeschrieben bin von der Arbeit, kann ich ja was machen. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Vielleicht mache ich zu der Zeit dann auch, ja, ich glaube, ich mache jetzt erstmal 10 Minuten Folgen nur noch für die nähere Zukunft. Dann, ist das vielleicht ein bisschen, dann ist das vielleicht ein bisschen angenehmer. Contentweise. Na, warte mal. Na, komm her. Die Ogre der Speerspießer. Eure Taten gegen die Blutschläger und die Speerspießer sind ein großer Schritt nach vorne für die Sicherung der Zukunft Sylvanas. Als wir hier ankamen, fanden wir diesen Fleckenland unbewohnt. Wir haben kein Interesse daran, uns noch weiter herauszubreiten, aber wir werden auch nicht dulden, dass man uns vertreibt. Da ihr uns gute Dienste geleistet habt, möchte ich euch mit Wertschätzung der Allianz belohnen. Mein Crusade, Shergard. Okay. Friede sei mit euch. Maroni-Rüttnerwölfe. Ich kann nicht deutlich genug sagen, dass diese Terrorwölfe der Donnerfürsten erledigt werden müssen. Ihre bloße Anwesenheit stört das Gleichgewicht des Lebens von Heinz und alle und unsere Arbeit hier. Gut, ich werde schauen, ob ich aus diesem Schwänzen etwas Nützliches machen kann. Die Horde wird ohne Zweifel einen Weg finden, ihre Wölfe wieder zu vergrößern, aber nun können wir etwas freier durchatmen. Hidril, wenn ihr dazu bereit seid, habe ich eine letzte Bitte an euch, um Sylvanas und das Leben im Hain zu verteidigen. Gerne doch. Ja, trotz der guten Arbeit, die ihr geleistet habt, bin ich noch immer der Meinung, dass der lebende Hain mehr Schutz braucht. Bitte nehmt diesen kleinen Zwerg. Ich habe ihn mit der Macht der Natur verstärkt. Wenn er bei den Setzlingen, die im Heim gepflanzt habe, eingesetzt wird, ruft er einen Sturm herbei, der sich schnell zu großen
Tyrannenverteidigern heranwachsen lässt. Diese Trans sind für die Verteidigung des Walds unverzichtbar, besonders wenn man nicht für immer in Seewald leben möchte. Die Göttin schütze euch. Okay. Können wir machen. Oh Gott.